Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ja, ich möchte jetzt in dieser Folge endlich mal die Eisenproduktion auf meiner Insel hier unten aufbauen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, Raub der Flammen, alles ganz tragisch, aber ne, das Leben ist, seine Truppe ist ganz schön auf Zack. Ist grausam. So, haben wir das. Vom Stapel gelaufen. Dann haben wir hier die. Und die Produktion, Achtung, so, zack, läuft. Wir könnten rein theoretisch zwei Hochöfen versorgen, aber wir haben bei weitem nicht die Arbeit, die Manpower. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier ganz stark an der Manpower arbeiten. Dass wir viele fleißige Arbeiter haben bekommen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Hey. Nicht genug Arbeitskraft. Ja, das wird jetzt hier mein... das, wo ich jetzt ganz stark hinterher bin. Für alles, was ich hier fände, gebührte dir der Dank. Bittet um Erlaubnis, sich auf einer anderen Insel niederlassen zu dürfen. Wie mach schön, dass doch. Du mir dieses Fleckchen Erde überlassen hast. Ja, welches denn? Welche Farbe hast du denn, Lady? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Leinen los. Ach, neue Welt. Muss jetzt eh noch warten. Zur Stelle. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Allianzbezahlung 18.000. Ja, ja. Bist du dir sicher, dass wir nicht schon Verbündete sind? Bente ist auch mir eine wunderbare Freundin geworden. Ja, kannst mal sehen. So. Geben Sie es zu. Auch Sie heischen nach Ihrer Gunst, nicht wahr? Oh. Ey, Meister Propper hier jetzt echt, das ist... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ich muss jetzt hier echt ganz stark auf Population gehen hier auf der Insel. Denn wir brauchen überall Brot. Quasi Brot für die Welt. Brauchen wir mehr Power, mehr Manpower. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. So, jetzt können sie erstmal wieder ein bisschen Holz schlagen. Ja, die sind erst hier, die langsamen Dinger. Aber dafür haben sie halt richtig Kampfkraft. Seife haben sie Schule. Schule. Hier oder da? Muss sie da hin? Siehste Zufriedenheit. 90% langt mir. Wenn wir jetzt hier noch mehr Bevölkerung bauen, müssen wir noch eine zweite Schule bauen, aber bis dato. Madame bietet ihnen eine Geleitschutzaufgabe an. Ein neuer Auftrag? Das Handelsschiff ist da. Ja. Ich hoffe, du findest es aufregend. Bereit für neue Befehle. Huch. Oh. Nach wochenlangen Irrung und Wirrung kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben sich eine Belohnung für ihren Altruismus verdient. Die Mannschaft trinkt auf ein erfolgreiches Rettungsunternehmen, da alle wieder zu
die in Annehmlichkeiten der Heimat zurückgekehrt sind. So, Abi, Reichweite 10%, Glaube. Einen Versuch Hochräder, Luxusbedürfnis. Achso, ich krieg beide. Cool. Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Atempause, ich versenk dich. So aus dem Hut? Ei, ei! Hiss die Flagge meines Vaters. Zuneigung wird dankbar erwidert. Oh, da. Dem Schiff muss ich. Auf die alte Dame ist Verlass. Obwohl, das ist auch eine Fregatte. Ich hoffe, das wird nicht zu hart. Mehr Kampfkraft habe ich jetzt leider nicht zu bieten. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Das Ding heißt Seepferdchen. Mein Seepferdchen geht jetzt hier auf die Brotroute. Hallo. Lassen Sie uns das. Ja, will ich noch machen. Habe ich aktuell kein Schiff für. Brauchen wir nochmal eine Fregatte hier. Kann nie genug Schiffe haben. Bereit für neue Befehle. Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist auch mal. Ach, mein Bütchen ist zurück hier. Die Waffenruhe wurde beendet. So, wir machen erstmal nichts mit dem Schiff. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Obwohl, ich kann das noch. Das müsste ein paar Kampfpunkte haben. Ja. Dann soll es da mal hinterher stürmen, falls da was passiert. So, wie sieht es aus mit Schnaps auf der Insel hier? Geht, steigt. Schnaps können wir auch sehr leicht outsourcen. Müssen wir aktuell aber noch gar nicht. Wir müssen ja auch mal bedenken, wenn wir es auf eine andere Insel outsourcen. Möchte, dass sie mit ihrem Geleitschutz beginnen. Ja, alles klar. Dann muss man natürlich auf den anderen Inseln auch Arbeitskraft bilden. Schiff unter Beschuss. Beziehungsweise ja, bauen. Und das war in den anderen Anno-Teilen ja immer anders, dass man da ja keine Personenkraft brauchte, beziehungsweise man braucht halt die Bevölkerung nicht. Ne? Und das ist ja jetzt anders. Also, zahlen Sie und das hier endet sofort. Man kann ja jetzt sich nicht pauselos alles einfach nur outsourcen. Ein Schiff wurde zerstört. Was? Wo sind denn die anderen Schiffe hier? Ernsthaft? Schiff unter Beschuss. Auf Kurs halten. Wo ist denn mein anderes Schiff hingefahren? Wo sind meine großen Kriegsschiffe? Ja, ich habe die extra mit 4 Schiffen hier hingeschickt. Neue Ziele. Ich hätte mal Kanonen mitnehmen sollen. Hier wäre ich einen Kanonenstand hinbauen können. Wäre ich wenigstens ein bisschen safe gewesen. Bekomme ich jetzt hier Besuch? Nee. Dann bleibe ich noch kurz hier. Sammeln wir mal das Treibgut ein. Schiff unter Beschuss. Kurs gesetzt. Sehr gut, die eskortieren. Sehr schön.
Brotrute. Brotrute. Sehr gut. Läuft. Ich finde sowieso die Bauernhöfe und sowas am schönsten. So vom... von der Art her. Das jetzt mal noch mal genauso aufzubauen. 2, 3, 6, 7, 8, 9, okay. 3. So, müsste was, eigentlich. Wenn ich zutiefst voreingenommen wäre. Perfekt. Bisschen blöd zu zählen, aber. Rein theoretisch ist es auch schlauer, die nach außen zu setzen. Nein, falsch. Da die Wege dann ein bisschen kürzer sind, aber das ist nicht so tragisch. Na? Ach so, so. Ich dachte gerade, hey. Schiff vom Stapel gelaufen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt mangelt es richtig an Arbeitskraft. So, Aufstieg. So, was hatte ich jetzt für Warnung? Arbeitskraft. Ein neuer Auftrag? Ein funkelndes Juwel? So, wo sind denn meine anderen Geleitschiffe hier? Perfekt, das läuft. Eigentlich müssten meine großen Schiffe jetzt ja hier langsam mal angekommen sein. Wo sind die denn, ey? Ja, meine anderen großen Schiffe, die sind wahrscheinlich gerade unterwegs in die neue Welt. Gut. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Ja, das Problem ist echt noch das Brot. Und dass ich zu wenig noch in einer neuen Welt gemacht habe. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Oh. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Sehr schön. Das andere muss ja auch gleich kommen. Aber wir versuchen jetzt zusammen zu bleiben hier und den Piraten dann ein wenig einzuheizen. So, und wie es in der nächsten, wie es jetzt in der neuen Welt weitergeht, ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.